Meine treuen Gefährten des Couch Gaming. Wir spielen Skyrim. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind hier in der Hunting Brew Meadery. In der letzten Folge haben wir unseren Auftrag hier erfolgreich erledigt und wir sollten jetzt noch einmal mit Malus Massius reden. I don't think that could have gone any better. Anything else you need before you head back to Riften? Denn, wir müssen noch herausfinden, wo wir denn seine Unterlagen hier bekommen. Denn, die Blackbriars wollen diesen Betrieb hier übernehmen. Da müssen wir doch ein bisschen in seinen Unterlagen stöbern hier, in den Unterlagen von Sabjorn. You're welcome to take a look around Sabjorn's office. He keeps most of his papers stashed in his desk. Here, this should help. Ich habe eben eine Line übersprungen. Okay. Remember to put in a good word with Maven for me. Gut, dann gehen wir mal los. Wo hat er denn seine Unterlagen hier? Die hat er bestimmt oben bei sich im Schlafzimmer. Der hat hier nämlich auch seine privaten Gemächer da vorne. Müssen wir mal hin. So. Mal gucken. Nach seinem Schreibtisch oder so? Nee. Ich denke mal, das ist er. So. Und da haben wir doch hier was. Promissory Note. Lesen wir uns mal durch. Okay, in dem Umschlag findet ihr die, ja, die die letztendliche Bezahlung, die, also, ich glaube, dass, die meinen hier, die, ja, quasi letzte Ratenzahlung. Genau, achso, jetzt, okay. Maven Blackbriar. I can assure you that I will do everything in my power. Okay, okay. No. This is the beginning of a long and successful future for both of us. Gut, nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Das sind die Unterlagen, die wir nämlich brauchen. Und dann, ja, wie unser Questmarker hier schon sagt, wir sollen zurück zu Maven. Und dieses Schloss hier, das ist mir noch nie aufgefallen. Hat das von außen so ein Schloss? Ja, ist mir noch nie aufgefallen, muss ich ganz ehrlich sagen, Leute. Gut, gehen wir mal wieder zurück. So. Und dann, ja. Dann heißt es wohl erstmal wieder auf nach Riften. Aber ich denke doch, dass wir zuvor, bevor wir nach Riften gehen, sollten wir wieder nach oben hier gehen. Denn wir müssen ja immer noch herausfinden, was es mit Alduins Mauer auf sich hat. Was da für ein Schrei aufgezeichnet ist. Und bei den ganzen Drachenangriffen ist es wahrscheinlich auch gut, wenn wir da uns ein bisschen beeilen. Deswegen müssen wir mal kurz gucken. Aha. Gut, gut, gut. Wir werden noch einmal kurz nach Whiterun gehen, hier in die Stadt. Müssen wir mal gucken, ob wir nicht schon ein paar von unseren, naja, Lieblingsprodukten kaufen können. Heiltränke. Hoffentlich haben die noch welche auf Lager.
Wer ist denn das? Hey, wer bist du denn? Eimer. If you need to sample some of the finest mead in Skyrim, you're in the right place. Also, du gehörst doch eigentlich hier zur Black Honeybrew Meadery, meine ich. Was gehst du denn jetzt hier entlang, hä? Bist du hier irgendwie zum Übermitteln von Botschaften? Naja, wir werden jetzt hier erstmal nachsehen, ob es hier nicht irgendwie was gibt. So. Wer weiß, vielleicht haben die ja was. Ach, da hinten. Gut. So. Mal gucken. Hat Arcadia vielleicht was zu verkaufen? Ja, mal gucken, mal gucken. You look rather pale. Could be ataxia. Ah, so you're an alchemist then. Ja, lass mal gucken, was du hier alles hast. Potion of Healing, na, da hat sie doch was. Vielen Dank. Ach, wisst ihr was? Wir nehmen einfach. So. Und, naja, ich denke mal, das war's auch. Okay. Obwohl. Gibt's vielleicht irgendwie etwas, was wir. Herstellen können. Salves, poultices and potions on my shelves. Browse to your heart's... Pardon me. So you're interested in my potions and ingredients? Mal gucken, was sie denn alles noch hat hier. Ich glaube, die hier nehmen wir einmal. Weizen nehmen wir auch noch einmal. Und ich glaube, ich meine gehört zu haben, dass Impestuel ebenfalls Gesundheit wiederherstellt. Ich weiß es aber nicht. Wir werden das einmal machen hier mit Weizen zusammen. Und dann müssen wir mal gucken. Ja, das hier können wir auch nochmal mitnehmen. Und dann... Ach, wisst ihr was? Nehmen wir noch einmal einen Weizen. So. Und dann mischen wir das mal munter zusammen alles. So. Einmal das hier. Schön. Dann einmal den hier. Ja, wusste ich's doch. Restore Health. Das ist sehr schön. Und wo haben wir es da? So. Schön. Dann schauen wir nochmal auf unsere Erfahrungspunkte. Wie viele haben wir denn? 13.000, da können wir doch sicherlich was machen hier. Mal gucken. Alchemie. Irgendwo wird es ja was geben. Nee, das ist einhändig. Ich weiß nicht so recht. Liebe Freunde, wir werden jetzt erstmal hier auf Zerstörungsmagie leveln. Da wollen wir uns ja auch nochmal irgendwann mal beschäftigen mit. So. Und dann würde ich doch mal sagen, damit es auch ein bisschen ausgeglichen ist, nehmen wir noch ein bisschen Wiederherstellungsmagie. So. Mit dem Rest machen wir... Ja, ich weiß ja nicht. Vielleicht Lockpicking. Lockpicking ist eigentlich immer ganz gut. Kann man immer mal gebrauchen. So. Okay.
So, und dann werden wir hier nochmal gucken, ob Bellthorne nicht vielleicht ein wenig im Angebot hat. Müssen wir ja mal fragen. Everything's for sale, my friend. Everything. If I had a sister, I'd sell her in a second. Ja, was habt ihr denn zu verkaufen? Take a look. Er hat keinerlei Gesundheitspotions. Das ist schade. Dann eben nicht. Gut. Obwohl, wir haben doch so viel Gold, ne? Da könnten wir doch einmal hier fragen, vielleicht haben die hier eine neue Rüstung im Angebot? Got some good pieces out here if you're looking to buy. More inside. Ja, was hast du denn hier gerade auf Lager? Take a look. Müssen wir ja uns mal das Angebot hier ansehen. Eine elfische Rüstung. Oha, oha, oha. Naja, okay. Aber das wäre schon mal was, eine elfische Rüstung. Vielleicht. Don't forget to check inside if you need anything. Vielleicht holen wir uns die. Wir schauen noch mal hier drinnen nach. Welcome to War Maidens. Now don't let the name worry you. We got plenty of steel for fighting men. Genau, so sieht's aus. Was habt ihr denn zu verkaufen? Blades, helmets, pretty much anything to suit your needs. Hier hinten hat sie das auf einmal alles umgestellt. Mal gucken. Elfische Handschuhe. Die könnten wir uns natürlich auch holen. Die wäre aber auch noch ein bisschen teurer als die elfische. Aber ich denke mal, die ist auch ein bisschen. Mit der können wir uns bestimmt ein bisschen besser bewegen. Aber so teuer. Die ist so verdammt teuer. Nee, das lassen wir erstmal. Good doing business with you. Ah, wir brauchen irgendwie eine leichte Rüstung. Vielleicht hat ja hier der. Ja, wie hieß er noch? Erendir, glaube ich, hieß er, ne? Take a good Ich look hab's around. irgendwie mit Namen. I'm sure you'll find what you're looking for. Huh. If not, let me know. I might have it stored away. Ja, vielleicht hat er ja noch irgendwie eine leichte Rüstung oder so auf Lager, ne? Ah, Kinsmen. Bows and arrows for the mighty huntsman. So. Dann müssen wir mal gucken. Nee. Er scheint keine zu haben. Was haben wir denn eigentlich? Wir haben nur so eine. Okay. Ja, vielleicht müssen wir die uns ja noch machen, ne? Vielleicht, wenn es nicht anders geht. Thank you very much for your business. Ja, jetzt haben wir gar nichts gekauft. Okay, naja. Ah, das. Dann müssen wir uns irgendwie entscheiden noch. Weil wir können nicht ewig mit unserer Fur Armor hier herumlaufen, ne? Auch wenn die natürlich sehr schick aussieht, irgendwie. Aber. Wir brauchen irgendwas Edleres. Irgendwas. Mit dem wir uns zeigen können auch. Das ist ja hier nicht so gerade ein Vorzeigemodell. Wie viel bräuchten wir eigentlich? Wir könnten ja hier mal hingehen. Was bräuchten wir eigentlich für. Ja, vielleicht so eine Hide Armor. Bräuchten wir ein. Zwei Fur Plates bräuchten wir. Vier Lederstreifen, drei Lederstücke und ein Eisenbarren. Oh! Das können wir machen. Oh, das. Das machen wir doch einmal.
You want to create this item, Ancient Nordic Smithing Techniques? Na, das machen wir doch gleich mal. So, und dann haben wir anscheinend auch dieses Wissen erlernt, wie man sowas machen kann hier mit, ja, nordische Sachen und so. Hunting Bow Scoped, ja, das ist... Aha, aha. Okay. Ja, all das Zeug können wir machen, ne? Wir können sogar Säberschwerter machen. Die sehen ja verdammt schick aus. Okay, okay. So ein Bogen wäre natürlich auch was Geiles, ne? Das bräuchte aber auch was. Ne, aber ich denke mal, wir machen uns die hier noch irgendwann mal. Ja. Die wäre, glaube ich, was. Naja. Wir gehen jetzt erstmal. Und warum haben wir unsere Fackeln in der Hand? Merkwürdig. Wir werden jetzt erstmal wieder gehen. Und, wir machen uns, glaube ich, mal auf den Weg nach Riften. Na? Und dann werden wir mal der Maven Blackbriar diesen Brief überbringen. Und ich denke mal, dann wäre auch der Weg geebnet, dass die Blackbriars die Honeybrew Meadery ja, übernehmen können, ne? Würde ich doch mal so sagen, dass das funktioniert. Und wisst ihr was, liebe Freunde? Wisst ihr was? Wir nehmen einfach die Kutsche. Need a ride? Ja, wir nehmen jetzt Where do you want to go? Die Kutsche nach Riften. Climb and back and we'll be off. Vielen Dank. So. Oh, there once was a hero named Ragnar the Red who came riding to right run from old Rorik's dead. Ja, der kann singen. So schön können wir nicht singen. Aber ich denke, das müssen wir auch gar nicht. So. Oh. Es wird Abend, liebe Freunde. Es wird Abend hier im Osten von Skyrim und wir müssen mal gucken. Wir sind sehr hungrig und sehr durstig. So. Schon mal die zwei Äpfel essen. Das bringt natürlich nicht sehr viel, aber naja, es bringt schon mal was. Dann, dann werden wir mal hier ins Inn gehen, wo wahrscheinlich auch schon Maven Blackbriar auf uns warten wird. Aber zunächst einmal werden wir uns etwas... Ja, wir werden uns jetzt erstmal hier was zu essen holen. Oh, it's you again. What in blazes do you want? Drink for the thirsty, food for the hungry. Zoo. Werden wir uns hier mal bedienen. Ich denke mal, nee, bräuchten wir eigentlich nicht. Wir werden ja sowieso noch hier schlafen gehen.
Ah, das ist doch was Schönes. Ja, das nehmen wir doch mal. Und, weil es uns so gut geht, nehmen wir, ja, sagen wir mal, 2. Door's over there. Why don't you use it? Ja, ja. Ja, die können uns nicht so gut leiden hier. So. Ach, und hier. If you've got drink for the thirsty, food for the hungry. Na? Jetzt kommt dieses Menü nicht. I've been meaning to speak to you. I did a count. Das ist, ah, jetzt. Door's over there. Why don't you use it? So, dann müssen wir mal gucken. You think I had something to do with that? I'm not accusing you of anything yet. The Dreth family doesn't steal. Na also. Darren, for your sake, I hope you're right, because if it is you, and I trust you have good news for me. Ja, und zwar, wir haben alles erfolgreich erledigt und hier sind die Informationen, die ihr wolltet. This doesn't tell me much. The only thing that could identify Sabjorn's partner is this odd little symbol. Ach, wir haben das Symbol schon mal gesehen? Wo denn? Das frage ich mich jetzt. Aber okay, das scheint dann wohl irgendwie was zu sein, ne? Well, whoever this mysterious marking represents, they'll regret starting a war with me. You should bring this information to the Thieves Guild immediately. There's also the matter of your payment. I believe you'll find this more than adequate for your services. Iron Dagger of Burning haben wir bekommen. Ja, das. Das ist schon was. I believe we're done. Okay. Das denke ich auch. Dann haben wir hier nichts mehr zu suchen. Dann gehen wir mal raus. Wo wir schon nichts mehr hier zu tun haben. Okay. The fairest prices and the highest quality in Skyrim. Okay, okay, okay. Dann gehen wir jetzt wieder hier rein. So. Und dann werden wir mal diese... Dann werden wir mal nachfragen, was das mit diesem Symbol auf sich hat. Ich glaube nicht, dass wir das schon mal gesehen haben. Ich kann mich jedenfalls nicht mehr daran erinnern. So, ab in die Diebesgilde. Und hier ist noch ein Schwert. Okay, okay, okay. Wo ist denn Brynjolf? Das war doch eigentlich immer unser... Wow. Okay, da gehen wir mal rein. Stand da nicht, wir sollen, ja, Brynjolf, genau. Hatte ich es doch richtig gelesen, das war nämlich auch so allgemein immer unser Ansprechpartner. Müssen wir den nur mal suchen. Wo ist der denn? Da ist er doch. Word on the street is that poor Sabjorn has found himself in Whiterun's prison. How unfortunate for him. Ja, aber
Das ist sehr gut für uns und für Maven. Habe ich recht? Exactly. Now you're beginning to see how our little system works. Maven sent word that you discovered something else while you were out there. Something important to the guild? Ach so, das ist das Symbol, das auch bei dem Golden Glow Estate war. Ist mir gar nicht, das ist mir, glaube ich, entgangen. Na, aber Silcher hat das noch im Kopf behalten anscheinend. Then this is beyond coincidence. First Arangoth, and now Sabjorn. Someone's trying to take us down by driving a wedge between Maven and the Guild. Okay. Und können wir da irgendwas gegen tun? Mercer thinks he knows a way to identify this new thorn in our side. He wants to meet with you right away. And if I were you, I'd hurry. I've never seen him this angry before. Okay. Wo ist er denn? Mercer. Yeah, I know what you mean. If things don't start getting better soon, I may look for work elsewhere. Hey, I still have a contact in Valenwood that may have some work for us. You're welcome to join me. I'll keep that in mind. Da ist er doch. Ah, there you are. I've consulted my contacts regarding the information you recovered from Golden Glow Estate, but no one can identify that symbol. Nun ja, wir haben dieses Symbol auch in der Honeybrew Midori gefunden. It would seem our adversary is attempting to take us apart indirectly by angering Maven Blackbriar. Very clever. Ob sie nun klug sind oder nicht, sie müssen sterben. Don't dismiss our adversary so easily. They're well-funded, patient, and have been able to avoid identification for years. However, don't mistake okay. My admiration for complacency. Our nemesis is going to pay dearly. Okay, und wie bringen wir sie dazu, zu zahlen? Because even after all their posturing and planning, they've made a mistake. The parchment you recovered mentions a Gaja lie. According to my sources, that's an old alias used by one of our contacts. His real name is Gollum Eye. Slimy bastard. All right. I have everything you asked for. Okay. I hope this deal goes through. Gollum Eye. Gollum Eye is our inside man at the East Empire Company in Solitude. I'm betting he acted as a go-between for the sale of Golden Glow Estate and that he can finger our buyer. Get out there, shake him down, see what you come up with. Talk to Brynjolf before you leave if you have any questions. Okay, okay, okay. Wir sollen also mit Gollum Eye reden. Und unsere Fackel ist ausgegangen. Nun, ich glaube, diesem Gollum Eye, den haben wir schon irgendwo mal gesehen, ne? Wir werden jetzt erstmal hier wieder in die Ragged Flaggen gehen und dann sehen wir uns auch in der nächsten Folge wieder. Wenn es erneut heißt Skyrim, ich würde mich freuen, wenn ihr einschaltet, liebe Freunde.